nëmmen e puer Deeg ass se aus dem Buerdem gewuerst Piratestaat Sabankarum schlewenhaft zu Leudeling. Hei hunn eng rund 600 Awex an 200 Schaffener Begleder hier Zelter fir de grosse Kon vun de Lëtzebauer Gidener Scouten opgeschlo. Sabankar, dat sinn awroch iwwer deng Tonn Brot, 2 Fuder Mëlleger Kiloweis Reis, Nudle, Cornflakes an Nutella. Eng logistisch Meeschterleeschtung fir déi ënner anderem de Kon-Chef Frenz Dürmer responsabel ass. Wir müssen von A bis Z alles organisiert tun, für das man Kanner zufrieden können stellen. Unter anderem ein großer Punkt ist natürlich der Ravi, weil wenn der Ravi nicht klappt, dann geht die Moral von der Kanner definitiv ganz sehr in den Keller. Und da geben wir auch all mit, dass das doch definitiv dann klappt. Die sieht hier am Zelt, wir stehen am Ravis Zelt, wo die große Quantität der Leute, die wir müssen haben für die solche Kanner. Wir haben um 500 Kanner, 150 Chef dabei. Und da variiert zwischen 8 und 120 Staffmember in der Nacht, die man muss bekästchen. Und das sind enorme Quantitäten, die dann heim müssen präpariert gehen, richtig rausgehen. Für allem, was man das Jahr probiert haben, ganz genau zu gerieren, sind die Spezialregime. Laktosefrei, glutenfrei, Kirschwängerfleisch, Nussallergie etc. etc. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele das sind. Und das ist richtig viel Arbeit gewesen. Für dann die richtige Packaging zu schnüren. Die Kosten, die dann da mitgesehen haben, sind natürlich die Kosten, die die Kippen da kriegen, Truppe kriegen, wo sie hier Ravi für den ganzen Tag dann mit sie essen und wo sie essen dran kriegen, wo sie dann einfach Surplus kochen. Das ist mehr präparieren hin, just 3 Wochen, als sie müssen gucken, dass sie da warm gemacht kriegen und gekocht kriegen. Das ist für den Sinn und Zweck vom Scoutissen. Am grossen Sekretariatszelt laufen alt vier dem zu summen. Für kleiner Navroch mit groß Boboe steht ein komplett ausgestattete Infirmerie zur Verfügung. Wenn nicht mit einem Kloster nicht mehr durchgeht, können hier auch mit Schlimmwohnen geboten gehen. Nach dem eigentlichen Montage vom Kon stehen ein halbes Volumen Aktivitäten im Programm. Pädagogisch Atelier nach dem Thema ein BA für die Natur schaffen wir Tolls an diverse Rollenspieler sind ein paar Beispiele. Neben einem großen Hike mit Übernüchtung auf freier Natur, da steht auch noch ein Mini-Olympiad mit einer selber gebauten Wasserrutsch, Bauscheißen, Tomahawk, Geheuen und Bexescheißen mit Pressluft im Programm. Kann er auf jeden Fall sie begeistert. Das flott mit Spaß und ich lerne viel neue Leute kennen. Ich fand es mega groß, das ist auch mega cool und ja, das kann ich mega viele Sachen machen. Ja, nehmen den Dienst, das Dusche sie ein bisschen kalt. Ich bin gerne hier, weil ich da so Leute kennenlerne, so neue Leute. Ich kann dann vieles mit meinen Freundinnen in der Höhle, weil ich ja Alicia bin und sie nicht Martina und Alicia. Und da sehe ich sie eine Woche lang so zusammen, sie mir zusammen können, ja, Sachen machen. Ich fand es ganz cool, dass man eine solche Küche also bauen muss. Und das ist auch mein nächster Kunde. Wie war das Flot heute dabei? Sie sind als Scout. Wie war die überhaupt? Weil dick viele Leute sind und dick viele Leute kennenlernen. Ja, und das ist einfach. Das ist eine gute Ambiance. Der Kunde soll das Gefühl vom Zusammenleben und Zusammenhalten vermitteln. Die Kanner holen sich mit dem Zusammenleben, was bis in unserer Gesellschaft durch die solchen neuen Medien immer an den Hintergrund rückelt, als hier definitiv am Vordergrund. Zusammenleben an kleinen Gruppen, an grossen Gruppen zusammenhalten und feststellen, dass es zusammen viel besser geht, als lange daheim für den Computer oder für die Playstation oder was auch immer. Und dann die solchen Erlebnisse sind in der Natur. Das ist etwas, das haut auch nicht mehr so einfach zu finden. Und ich denke, dass die meisten auf jeden Fall ganz gute Erinnerungen in die Kornheimat zurückholen.